Alles in allem bin ich mehr als zufrieden damit. Nächster Hit. Lizenzen. Nee, bin ich nicht dafür. Nee, nee, will ich nicht. Will ich nicht. Der Publisher hat für Monkey Island eine Kampagne durchgezogen. Trouble Parody Island kriegt safe einen Nachfolger. Kriegt safe einen Nachfolger, so gut wie sie sich's gehalten hat. Aber erst einmal die Engine. Die Engine. Ja, genau. Die Geschickwerk für Geschicklichkeit. Noch 6 Wochen hätte Trend an. Okay. Gibt's Dev Kits? Gibt es? Astro Kate und der Commodore. Ganz wichtig, der Commodore. Wir haben die Geschickwerk. Fast 10.000 Verkäufe für Monkey Island. Engine für. Ja, komm. Für Adventure können wir es auch mal machen. Für den Byte. Und nehmen da auch 2D-Liniengrafik rein. Und nennen es Tube Venture. Let's go. Und theoretically würde ich auch gerne nochmal ein Denkspiel machen. Aber zuerst Spiel entwickeln. Fortsetzung von. Von Trouble Parody Island. Ja, komm, von Trouble Parody Island. Die Orks müssten mal wieder bekämpft werden. Oder? Doch, ja. Wo wir gerade schon dabei sind, ganz kurz. Ich lass die noch kurz fertig machen. Dude. Dude, dude, da. Okay. Abbrechen. Die Forscher kümmern sich um Checkpoints. Erstmal darum. Und dann auch gerne über das Subgenre und das Subthema. Themen, sonstige Untergenre, Unterthema. Können wir, glaube ich, machen. Untergenre. Keine neuen Lizenzen. Zu schade. Zum Glück haben wir keine gekauft. Okay, Fortsetzung zu Trouble Parody Island. Und nennen es Trouble Parody 2 Land. Okay, nein. Double Trouble Land. Nein. Double Parody Island. Trouble Parody World. Double Parody Country. Wir steigern uns. Von Land auf Country. Nee, warte. Nee, warte. Trouble Parody. Okay, wir lassen es bei Parody Island, aber setzen etwas davor. Trouble Parody Island. Scary Parody Island? Finde ich auch nicht so. Ach komm. Nee. Doch keine. Doch nichts in die Richtung. Wir machen eine Fortsetzung von. Ach komm. Ich agiere hier etwas verwirrend und etwas durch den Wind, aber ich würde gerne auf das Untergenre warten. Neuer Trend, Denkspielkranken. Bevor wir die Fortsetzung machen. Denkspielkrankenhaus. Geschicklichkeit ist. Oh. Okay, kein Legend of Elder für euch. Dafür ein Denkspiel. Mit. Denkspiel mit Monstern. Mit Kampfkunst. Inwiefern passen Denkspiel und Kampfkunst zusammen? I don't know. Krankenhaus. Ich weiß, wir rennen damit komplett den Trend hinterher, aber ist egal. Wir nennen das Ganze Puzzle Hospital. Oder Heavy Hustle Hospital. Heavy Hustle Hospital. Warum ich jetzt wieso Hustle genommen habe, keine Ahnung, irgendein Wort, was mir in den Kopf kam. Heavy Hustle Hospital. Unser erster Versuch in dem Denk-Game-Ding. Vielleicht erstmal noch eine Engine dazu. Denkspiel. Für den Byte. 2D.
Hard Thinking. Zusammengeschrieben, of course. Hard Thinking. Neue Dev Kits. Dabei 2. Okay. Messestand. Whiteboard und Magie bei Island. Let's go. Okay. Hard Thinking ist durch. Jetzt können wir unser Game machen. Heavy Hustle Hospital. Hard Thinking. Für den Byte. Die Sprachen. Und ja, da wären wir wieder. Okay. Ist auch einfacher für mich, actually, so. Denkspiel hatten wir. Denkspiel 7274. 4268 passt. 4268 808. Gut, in einem Denkspiel wäre vielleicht jetzt auch Gewalt etwas unpassend. 808 und die Prioritäten. Okay, Denkspielprioritäten. Pass auf, 50, 10, 10, 30. 50, 10, 10, 30, genau. Das sind die Prioritäten. Ja, of course. Alle Features. Und let's go. Achso, warum haben sich die Sprachen wieder deaktiviert? Let's go. Wie schnell gerade Grafik hochgehen. Schönes Tic-Tac-Toe-Game. Ah ja, okay. Aber warte mal. Wait a second. Ja. Aufnahme läuft noch. Alles gut. Alles gut. Okay. Weiter geht's. Oh nee, jetzt sind beide Wissenschaftler auch so. Okay. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück weiter polischen. Noch ein Stück weiter polischen. Monkey Byland hat 100.000 Verkäufe. Whybot hat 160.000 Verkäufe. Dude. Neue Plattform Katari. Katari, was sagt man dazu? Müsste uns allen etwas sagen. Technik noch auf 100. Technik auf 100, dann bringe ich's raus. Im Monat 10. Oh, noch auf 60? Der Byte wurde vom Markt... Oh. Okay. B-Plus machen die straight hinterher. Das ist auch nice. Entwicklung abschließen. Obwohl, nee. Nee. Das mache ich noch weiter. Okay. Raus damit. Publisher für Denkspiel. Wir nehmen... Ich hoffe, die anderen Publisher sind nicht eingeschnappt. Die wissen genau, dass wir gute Games machen. Die wissen das genau. Hat Bros? Oder Data West? Wir nehmen Data West. Die wissen genau, dass wir das machen. Gute Games. Und was habe ich gesagt? 82%. Gute Games. Unser erster Try. Dieser Titel hat ein faszinierendes und durchdachtes Gameplay. Viele Stunden Spaß sind garantiert. Das Game ist grafisch hervorragend und setzt neue Maßstäbe für das Genre. Soundtechnisch fand ich dieses Spiel gut, aber nicht atemberaubend. Eine Auszeichnung hat die Handlung verdient, hat das Handling verdient. Das ist es. Eine Auszeichnung hat das Handling verdient. Perfekt durchdacht und kinderleicht. Ich bin sehr dankbar und erleichtert, dass ich diesen Titel testen durfte. Freut mich, dass es dir freut. War das Deutsch? Aufgabe verschieben? Ach so.
Nein, please, 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 no. Zweite Plattform? Zweite Plattform, let's go. Help. Help. Abbrechen. Abbrechen. Okay, jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich dadurch meine Aufnahme abbreche. Ich weiß ja, so eine irrationale Angst, weil Escape ist auf keine Weise bei mir irgendwie belegt. Die Ausstattung in den Räumen. Ist die nicht gut? Die Verschmutzung ist nice. Das ist nice. Ich weiß gar nicht, was die haben. Die haben doch alles. Warum geht die Zufriedenheit runter? Gibt's einen Grund? Achso, die Motivation geht runter. Das ist nicht die Zufriedenheit? Da passt... Da... Okay. Warte. Warte mal. Ich mag diesen Soundtrack. Wollt ihr noch einen Kaktus haben? Ich hätte noch einen, gratis. Zum Verkauf. Erstmal schön die Leute hier einsperren. Okay. Heavy House Hospital verkauft sich gut. Erst B+, dann alles andere. Ihr kriegt das hin. Ihr schafft das. Noch vor den Game Awards? Sie haben es doch vor den Game Awards und müssen mit A nicht weitermachen. Noch nicht. Genre? Roleplay, 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 da ist es. Engine Feature. Erstmal das Engine Feature. Mono Sound. Let's go. Währenddessen wir erstmal darauf warten. Ein Stück langweilig. Wir können ja währenddessen ein Update für den guten alten Y-Bot. Ah, hätte ich früher machen sollen. Wir können für Monkey Island ein Update raushauen. Weil es gerade bergab geht, deswegen. Yes! 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 Das ist das zweite Jahr von uns in diesem Biss. Das zweite Jahr von uns in diesem Business und wir haben 3 von 5 Preisen abgeräumt. 3 von 5 Preisen. Beste Grafik, Monkey Island. Warum nicht bester Sound, das weiß ich nicht. Night of Parody 2 war jetzt nicht so. War jetzt nicht so. Das klang ja wie das nervige Geräusch, wenn dich jemand anruft. Aber ich verstehe es nicht. Persönlich nicht. Publisher des Jahres, gut, wir können doch nicht selber publishen, also Monkey Island Game des Jahres, ich hab's gewusst, das Game wird nice, das Game ist nice, das Game hat uns Titel eingebracht, Awards und auch viele Fans. Entwickler des Jahres, Tube My Games, da ist noch einiges drin, my friends, da ist noch einiges drin. Spieleentwicklerlegende. Spieleentwicklerlegende. Forschung! Ein Programmierer. Aber der Dude ist teuer. Der Dude ist teuer. Ganz im Ernst. Und hier rein packen wir Support, Marketing und so weiter und so fort. Die Forschung müssten wir auch nochmal erweitern. Aber machen wir es mal weiter. Wir brauchen erstmal ein wenig Money. Genau, kurz anhalten. Rollenspiel, please. Thank you. Und ein neues Game. Die Engine. Die Engine, of course. Die Engine. Die Geschickwerk. Die Geschickwerk 2.0. Mit dem Mono-Sound. Für... Den Byte 2? Für den Byte 2. Obwohl, Katari. Wir könnten auch Katari nehmen. Irgendwas sagt mir, dass Katari noch etwas länger so stronger bleibt. Na dann. Fast 1 Million durch Y-Bot. Okay. Monkey Island war ein Adventure, oder? Dann kurz noch die Adventure.
Adventure für Katari. Und danach können wir gerne weitermachen mit einem kleinen Update zu Monkey Island. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Add-ons. Kostenpflichtiges Add-on. Zu. Wow. Monkey Island. Monkey Island. The Secret Goodbye. Obwohl, das wäre doppelt bei. The Secret. Was heißt. Da muss ich kurz. Meinen Translator öffnen. Translate. The Secret. Ah, vielleicht ein bisschen lang der Titel, aber The Secret. See you again. Ach komm. Wir nehmen The Secret Goodbye. Ich. Und Untergenre können wir nicht nehmen, weil wir kein Untergenre zu diesem Punkt hatten. Das müsste soweit stimmen. Alles gut, alles gut. Und das und das. Und let's go. Wir haben es gleich. Wenn Leipzig noch ein bisschen hält, haben wir es gleich. Y-Bot ist raus, hat uns fast 1 Million Gewinn gebracht. Thank you, Y-Bot. Ist unser erster Hit gewesen. Thank you, Y-Bot. Nap Basketball. Machen die dann Nap? War nicht witzig. Okay, ich glaube, jetzt muss es kommen. Jetzt muss es kommen. Monkey Island ist gerade an so einem Punkt. Jetzt muss es kommen. Auch wenn es nicht das Beste ist, ist egal. 82% ist strong, weil die Addons werden nicht so gut bewertet wie die Hauptgames. Fragt mich nicht, warum. Okay, wir können ja schon mal hier oben anfangen. Mit Aufenthaltsraum. Genau. Was packen wir rein? Keyboard. Snapping. Eins und zwei. Vielleicht noch ein dritter. Ja, komm. Schwarzer Sessel. Oder was hat am meisten gebracht? Der da. Genau. Ein Spielautomat rein. Dartautomat? Nee, Spielautomat, oder? Wie viel bringt der? 3, ah, nee. Snapping. Das da und... Das da und eine Heizung, damit sich keiner beschwert. Ein kleiner Kaktus. Die Retro-Bilder können wir auch noch nehmen. Und einen Teppich dazu. Die Retro-Bilder vorsichtshalber. Reinzoomen, hier noch und hier noch und ja, das ist okay. Das ist okay, das kann man so nehmen. Für einen kleinen, feinen Aufenthaltsraum ist es gut. WC daneben oder gegenüber. Welche Größe hatten wir hier unten? 1, 2, 3, 4. 4x4, okay.
Na dann. Snapping ist an. Dann bräuchten wir es drehen. Heizung. Mülleimer. Handtrockner, Waschbecken. Zwei Stück. Man weiß ja nie, ob sich die Leute streiten. Ach ja. Das Teil fehlt da ja noch. Upsi. Das kann man auch nirgendwo mehr hinhängen. Habe ich da unten Retro-Bilder reingehangen? Ja, habe ich. Okay. Dann noch hier ein Bild wieder rausnehmen. Dafür dann aber das da rein. Exactly. Was hier hinkommt, I don't know. Der Roduin. Okay, Roduin erhältlich. Die sind immer noch beim Rollenspiel. Ich kümmere mich erstmal hier drum. Neuer Forschungsraum. Diesmal machen wir den ein Stück größer. Und können dann natürlich auch... Warte mal. Die Tür. Setzen wir hier rein. Genau. Die Arbeitsplätze. Je nachdem, wie viele da reinpassen. Okay. Nein. Komm, mach so. Hier einer hin. Bisschen anstrengend, aber Erinnerungswert. Und einer noch hier hin. Da passt sogar noch ein zweiter hin. Snapping, wieder drehen. Snapping aus. Yes. Drehen. Aus. Rein und drehen. Aus. And there we are. Genug Platz für die Forschungsleute. And that means, ihr beide könnt da raus, nachdem ihr fertig seid. Engines, gibt's irgendwas Neues? Ja, gibt es. Oder? Wir könnten Hard Thinking noch überarbeiten. Ach komm, Hard Thinking für Katari. Let's go. Okay. Was wollte ich noch? Ich wollte noch Marketing reinpacken, genau. Marketing und Support. Die Sache ist, das müssten wir erst einmal... Ja. Müssten wir erst einmal erforschen. Okay, gut. Dann weiter hier unten. Neues Game. Monkey Island. Heavy Hospital. Jetzt... Wäre es immer noch nicht so weit, weil Geschicklichkeit nicht beliebt ist. Was hätten wir denn so als neues Game? Geschicklichkeit, nein. Denkspiel, Adventure-Rennspiel? Wir könnten noch ein Adventure machen. Welches unserer Games war ein Adventure? Archiv? Spielberichte, nein. Spielkonzepte. Wildbot war ein Geschicklichkeitsding. Das war auch ein Geschicklichkeitsding. Geschicklichkeit. Monkey Island war das, ja. Denkspiel und Monkey Island war das Adventure. Okay, gut, dann neues Adventure. Neues Game. Neues Adventure. Wir machen ein Übergangsprojekt, weil ich nicht so lange warten will. Ein Übergangsprojekt, ein Adventure... Adventure-Geschicklichkeit? Ist mir egal, actually. Adventure-Geschicklichkeit... mit Druiden und einer Insel.
Das Crossover. Nein, mit historisch würde ich immer noch gerne nehmen mit Monstern. Und nennen es Adventure Geschicklichkeitsgame. Passt das überhaupt? Müsste ich auch mal wieder in meine Liste schauen. Oh, Adventure Geschicklichkeit passt gar nicht. Das heißt, das wäre keine gute Idee gewesen. Okay. Okay, dann Adventure. I don't know. Was passt zu Adventure? Zu Adventure passt Denkspiel, Plattform. Okay. Adventure Denkspiel? Dann machen wir. I don't know. Den Adventure-Denkspiel mit Monstern. Machen ein. Ich schaue nochmal kurz meine Liste vom letzten Spielstand. Adventure-Denkspiel mit Monstern. Nennen es. Da. Nennen es Mind of an. Of a. Monster. Mind of an enemy. Enemy. The mind of an enemy. The mind of an enemy. The mind of an enemy oder a mind of an enemy. A mind of an enemy. Ich bin für A. Ich bin für A. A mind of an enemy. Finde ich nicht so bad. Adventure-Denkspiel. A mind of an enemy. Im Kopf eines Gegners. Ich schau mal kurz. Adventure war Erwachsene, okay. Erwachsene und Senioren. Erwachsene. Das Denkspiel, ja, wertet das Ganze etwas ab. Tube Venture Plus, Main Plattform, Katari und der Byte. Genau. Katari und Byte. Der Rode Wien, ganz wichtig. Und 2151 10975 2151 10975 2151 nicht 01 10 9 7 5 9 7 5 5 5 7. Ja, genau. 5, 5, 7 und 40, 30, 15 und 15. Let's go. Gameplay-Features alle rein. Und let's go. Ja. Okay. Wie lange die brauchen für Rollenspiel? Ich setz die erst um, wenn die damit fertig sind. Erst dann können die rüber. Entwicklung fortsetzen. A Mind of an Enemy ist so ein kleines Übergangsding. Come on, ihr schafft das. Ihr schafft das. Ich krieg das hin. Warte mal kurz, gab's hier nicht auch irgendwo... Wände ausblenden. Ja, of course. Gab's hier nicht auch irgendwo... Nein. Einstellung? Irgendwo? Firmenname und Logo. Firmenname und Logo kann man ändern. Das ist, glaube ich, auch neu. Okay. Whatever. The Secret Goodbye hat sich nicht so gut verkauft. Ach, come on, please, noch ins Plus. Ich weiß nicht, was da los ist. Warum? Hä? Okay. Ich muss es nicht verstehen. Ach ja, ich wollte ja die Leute umsetzen. Du und du. Ihr beide. Hier rüber. Ich habe nicht an die Ausstattung gedacht. Ich habe nicht an die Ausstattung gedacht. Das ist, schade. Heizung. Da. Heizung, 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 Heizung für jeden.
Heizung für jeden und für alle. Medizinschrank neben der Tür. Natürlich auch hier noch einer hin. Pflanze, ja, kann dahin, dahin. Und dahin, actually. Was noch? Die Bilder an der Wand sind natürlich selbstverständlich. Ja. Da? Bist du noch am Fenster gewesen? Okay. Und die Wand noch. Okay. Was noch? Teppiche wären gar nicht so bad. Eins Teppich, zwei Teppich. Mülleimer. Ja, kann man hier einen hinstellen. Und wenn noch irgendwo einer hinpasst. Dahin. Voll, völlig in die Ecke. Wasserspender. Kann. Warum nicht dahin? Explain me. Jetzt aber. Genau. Damit hätten wir auch das. Und mehr Wissenschaftler. Forschung, wir haben einen. Ey, einer? Besser als keiner, bekanntlich.